PAL 21. Es reicht schon lange. Aber fast jeden Tag kommt noch was dazu. Wieder einmal offenbart der NSA-Untersuchungsausschuss, wie die Geheimdienste, die angeblich nur unserer Sicherheit dienen, in Wahrheit unsere Freiheit einschränken, auch gegen deutsche Interessen. Wieder einmal muss sich die Kanzlerin die Frage gefallen lassen, wie sie es mit ihrem Verfassungsauftrag hält, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und wieder einmal drückt sie sich. Aussetzen statt aufklären. Auch der Innenminister, früher im Kanzleramt für die Geheimdienstkontrolle zuständig, tut so, als sei Verantwortung Verschlusssache, wie das gemeine Volk nichts angeht. Von Teil 21 berichtete schon vor über einem Monat über NSA-Wirtschaftsspionage mit Wissen des BND. Joachim Bartz und Ulrich Stoll legen jetzt nach. Im Sommer 2013 enthüllt Edward Snowden die massenweise Überwachung durch US-Geheimdienste, auch in Deutschland. Die Bundesregierung behindert seitdem die Aufklärung und bestreitet immer wieder die Vorwürfe des Whistleblowers. Kanzlerin Angela Merkel glaubt 2013 den Dementis der Amerikaner und legt sich fest. Da wurde dem Bundesinnenminister sehr deutlich gesagt, es gibt keine Industriespionage gegen deutsche Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt weiß der Bundesnachrichtendienst bereits seit 8 Jahren, dass das nicht stimmt. Der BND merkt bereits im Jahr 2005, dass der US-Geheimdienst NSA im gemeinsamen Abhörzentrum Bad Aibling versucht, deutsche und europäische Ziele auszuspähen. Am 14. Februar 2008 warnt der BND das Kanzleramt. Dass die US-Seite versucht, die Nachrichtengewinnung auf Bereiche auszudehnen, die nicht im deutschen Interesse sind. Thomas de Maizière, heute Bundesinnenminister, damals Kanzleramtschef. Er bestreitet 2008 konkret über Lauschaktionen der NSA gegen deutsche Interessen informiert worden zu sein. Es ging 2008 nicht um einen Bericht an mich zu konkret belastbaren Erkenntnissen über Missbräuche der NSA, sondern darum, eine bestimmte Form der Zusammenarbeit mit der NSA gerade nicht zu vertiefen, um Missbräuchen vorzubeugen. Nach Frontal 21-Recherchen warnte der BND unter dem damaligen Chef Ernst Urlau Thomas de Maizière bereits Anfang 2008. Die NSA wolle die Spionage nicht nur vertiefen, sondern den ungefilterten Zugriff auf alle Daten, ohne dass vorher deutsche Ziele aussortiert würden, wie es das Gesetz vorschreibt. Martina Renner von den Linken wollte von der Bundesregierung wissen, ob die NSA Wirtschaftsspionage in Deutschland betrieb. Das bestritt die Regierung zuletzt im April 2015. Wenn man damals geantwortet hat, nach unseren Erkenntnissen findet keine Wirtschaftsspionage durch die NSA statt, und jetzt sagt, man hätte ja nur Hinweise gehabt und keine Erkenntnisse, dann ist das einzig auf allein darauf gerichtet, das Parlament zu täuschen. Im Juni 2010 warnt der BND erneut das Kanzleramt. Diesmal ist konkret von US-Spionage gegen Firmen und Behörden die Rede. Die NSA hat Erfassungskriterien zu den Firmen EADS, Eurocopter und verschiedenen französischen Behörden in JSA eingestellt. JSA, das ist die gemeinsame Abhörstation Bad Aibling. Zum Plan, künftig mit der NSA im Ausland zusammenzuarbeiten, steht der BND kritisch. Dass die NSA weiterhin gemäß US-Interessen deutsche Ziele aufklärt, kann nicht verhindert werden. Der BND hatte die Ausspähung durch die Amerikaner 2005 erkannt und angeblich im Anschluss beendet. Doch die Spionage ging weiter. So steht es in einem Dokument aus dem Kanzleramt, das Frontal 21 gestern einsehen konnte. Demnach entdeckte der BND im August 2013, also 8 Jahre nach der ersten Warnung, im aktuellen Profil der Suchbegriffe immer noch tausende verbotene sogenannte Selektoren, 12.000 Selektoren, zu Persönlichkeiten der europäischen Politik, EU-Institutionen, Ministerien europäischer Mitgliedstaaten, Vertretungen deutscher Firmen. Das heißt, die NSA spähte noch 2013 in Bad Aibling deutsche und europäische Ziele aus. Nach unseren Erkenntnissen war es so, dass die NSA Spionageziele übergeben hat,
Darunter waren auch deutsche Firmen. Und diese Ziele sind in das Datenverarbeitungssystem des BND eingestellt worden. Deswegen ist der BND gleich beteiligt wie die NSE an dem Ausforschung dieser Unternehmen, nicht nur auf europäischer Ebene, sondern eben auch in Deutschland. Auch Österreich soll von der NSA mit deutscher Hilfe ausgespäht worden sein. Verärgerung bei Deutschlands Nachbarn. Wir wollen hier volle Aufklärung. Meine Sicherheitsbehörden stehen in Kontakt mit den deutschen Sicherheitsbehörden. Darüber hinaus werden wir Anzeige erstatten bei der Staatsanwaltschaft. Und hier braucht es Aufklärung auf allen Ebenen. Der Lagerraum des BND in Pullach. Was hier entschieden wird, müssen Kontrollgremien wissen. Eines ist die G10-Kommission des Bundestages. Sie muss jede Maßnahme zur Überwachung deutscher Staatsbürger genehmigen. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Hofmann ist Mitglied der G10-Kommission. Er prangert die fehlende Kontrolle der Geheimdienste an, spricht von Trickserei. Hinter verschlossenen Türen berichten die Nachrichtendienste, was ihnen berichtenswert erscheint. Eine effektive Kontrolle findet deshalb nicht statt. Was aber macht das G10-Gremium, wenn Geheimdienste ohne Genehmigung Ziele in Deutschland ausspähen? Hans de Witt war von 2009 bis 2013 Vorsitzender der G10-Kommission. Erst jetzt erfährt er, dass er und das Gremium womöglich jahrelang getäuscht wurden. Wenn das zutrifft, dann fühle ich mich schlecht und falsch informiert. Ich gehe davon aus, dass das alles hätte gesagt werden müssen. Ich sage mal so, jeder Zweifel beim BND, auch dort gibt es ja Juristen, hätten uns mitgeteilt werden müssen. In der Spionageaffäre verhält sich Kanzlerin Angela Merkel auffällig zurückhaltend. Sie schickt lieber ihren Sprecher vor, der gibt sich wortkarg. Zu all diesen Themen ist die Bundesregierung selbstverständlich bereit, den parlamentarischen Kontrollgremien, auch dem Untersuchungsausschuss, Auskunft zu geben. Ich als Regierungssprecher kann dies hier in der Öffentlichkeit nicht tun. Wer übernimmt die Verantwortung? Morgen müssen Ex-Kanzleramtschef Thomas de Maizière, sein Nachfolger Peter Altmaier und BND-Chef Gerhard Schindler dem Parlament Auskunft geben. Einmal mehr hinter verschlossenen Türen. Sie versprach einen Kulturwandel, aber sie verschleppt die Aufklärung ihrer